hier mit Carmen Rieskamp. Carmen, danke schön, dass du bei mir bist. Und du warst gerade eben auf der E-Stage hier auf dem HSMI Day. Du bist Director of Sales bei den Upsalsboom Hotels und du hast mitdiskutiert über das Thema Future of Leisure Distribution im Leisure-Bereich. Und für alle diejenigen, die nicht dabei sein konnten, wie würdest du die zentralen Aussagen der Panel-Diskussion zusammenfassen? Ich würde sagen, dass sich die Leisure-Distribution gerade extrem wandelt, hin von einer Mehrwegvertriebsplattform zu einem Marktplatz, wo mehr angeboten wird, wo die Hoteliers selber in der Lage sind, Reiseveranstalter zu werden. Wohl bemerkt, dass das ganze Reiseveranstalterbild noch ein bisschen oldschool ist, deswegen gerne der Begriff hin zu einer Marktplattform für Hoteliers, wo ich einfach mehr Werte schaffen kann für den Endkunden, mehr Leistung integrieren kann. Added Values ist ein Wort, was immer wieder gefallen ist und an das ich auch glaube, wo ich sage, okay, das ist die Zukunft, um den Fremdvertrieb im Hotelbereich zu reduzieren und Mehrwerte zu schaffen und innerhalb der Wertschöpfungskette einfach mehr Möglichkeiten zu haben als Hotel Company. Und Stichwort Reiseveranstalter, das ist auch ganz spannend. Upsalsboom hat einen eigenen Reiseveranstalter gegründet. Ja. Du warst da, wenn ich es richtig mitbekommen habe, extrem involviert. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also erstmal können wir uns viel Technik vorstellen an dieser Stelle. Das ist sicherlich ganz spannend. Es fordert viel Umdenken im Kopf für den Hotelier, weil man natürlich oft mal von der anderen Seite die ganze Sache blicken muss. Aber ja, was läuft da ab? Wir haben die größte Expertise im Haus, nämlich Übernachtung, Frühstück oder auch andere Food and Beverage Leistungen. Und die, das ist der größte Wert, den wir haben und den wollen wir paketieren und dafür implementieren wir viel Technik, um dann selbst zu entscheiden, welches dieser Produkte geht in welchen Kanal, um letztendlich da auch selber diese Entscheidung treffen zu können und nicht einem dritten Anbieter unsere Leistungen zu übergeben, sondern diese selber zu bündeln und für den Gast buchbar zu machen und in den Kanälen, wie ich es gerne möchte. Wie ich als Obtour oder Upsalsboom, wie ich sage, da soll das jeweilige Paket hingehen und das entscheide ich. Super, vielen Dank, Carmen. Hab mich gefreut. Gerne. Bis bald wieder. Gerne, Lea.